Guten Morgen. Ich bin jetzt schon seit kurz nach fünf wach. Ja, mittlerweile 6 Uhr. Und das Wetter sieht heute nicht so hundertprozentig aus. Es soll auch sehr wechselhaft bleiben, wie ihr vielleicht auch schon sehen könnt. Ich werde mir erstmal jetzt wieder einen schönen Pott Kaffee kochen und dann mal Richtung Strand gehen und schauen, wie es da so aussieht. Also, bis gleich. So, hier beginnt meine erste Runde heute Morgen. Wie ich vorhin schon mal sagte, wollte ich erstmal zum Strand hoch. Hier eben über den Deich drüber. Also ich stehe jetzt hier, ich glaube 50 Meter vom Deich weg. Wenn es überhaupt 50 sind. Und muss morgens nur kurz hier hoch. Und habe dann schon freie Sicht aufs Meer. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Auch die Nacht war trocken. Es sollte ja Regen und Gewitter geben. Aber hier hat es mal zwei, dreimal kurz getröpfelt, aber wirklich nur Tropfen. Und dann war die Sache schon wieder durch. Sieht man ja auch hier noch am Gras, an den Wegen. Ist echt alles staubtrocken. Sehr schön. Es ist absolut windstill. Schade, dass das tagsüber nicht manchmal so ist. Da ist ja immer ein bisschen Wind. Aber jetzt heute, wo es so bewölkt ist, ist es windstill und dadurch trotzdem schon sehr angenehm von der Temperatur. Ich glaube 17 Grad, 18 Grad stand da vorhin auf meinem Thermometer. Ich habe mich doch nochmal umentschieden mit dem Stellplatz für heute. Und zwar genau hier, wie ihr sehen könnt. Küste, 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 Küste. Und viel mehr ans Meer kommt man hier definitiv nicht dran. Aber das ist schon ganz genial hier. Leider kein Sandstrand direkt. Aber ein paar Meter darüber ist einer. Da werde ich mich gleich erstmal ein bisschen hinflezen und den letzten Tag noch ein bisschen genießen. Also, besser geht's nicht. Ich möchte hier meiner Frau echt nochmal danken, dass sie mich immer losziehen lässt und sie dann zu Hause in der Zeit die Stellung hält. Umgekehrt mache ich es ja genauso, wenn sie losgeht, aber danke, danke, danke. Ist echt toll von dir. Leute, mir fehlen einfach die Worte. Kann man es besser haben? Das ist doch wohl der perfekte Platz. Ich bin so begeistert. Gibt's überhaupt nicht. Ich schlängel mich jetzt gerade mal hier diesen Weg runter zu der kleinen Bucht, die hier ist. Und es ist total schön. Manchmal muss man gar nicht so viel sagen. Thank you.
Ich glaube, ich werde noch mal so ein Fotoband machen. Schöne Ecken Ostsee. Und das dann auch mal veröffentlichen. Weil das kann man gar nicht alles so im Film festhalten, diese Feinheiten. Wenn ihr Bock darauf habt, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Meine Zeit hier ist schon wieder fast um. Leider. Aber man muss ja glücklich schätzen, dass man es überhaupt machen kann. Und ich bin jetzt heute hier sehr viel am Strand gelaufen, wo man, wie gesagt, nicht die ganze Zeit filmen muss. Es ist schön, wenn man die Eindrücke selber hier wahrnimmt, aber als Film wäre es auf Dauer recht langweilig und trocken. Dann bin ich vorhin noch einmal da Richtung Dahme gelaufen. Auch da gab es nicht mehr ganz viel. Deswegen, wie ich schon mal sagte, heute Vormittag, glaube ich, wenn ihr so eine Fotostrecke mal wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten bin ich jetzt gefahren 162,48 Kilometer in diesen ja doch 4 Tagen. Es war sehr schön. Heute sollte laut Wetterbericht der schlechteste Tag werden. Es ist der allerbeste. Nahezu kein Wind, immer nur so leichte Brise. 23 Grad. Super angenehm. Echt super angenehm. Ja. Soweit, so gut. Das sollte es gewesen sein, wenn jetzt nichts Aufregendes nicht mehr passiert. Dann sehen und hören wir uns ein anderes Mal. Macht's gut, euer Markus. Wie man hier vielleicht gerade noch gut sehen kann, habe ich mir eine Rasur gegönnt. Das war nötig. Aber die Leute schauten schon recht merkwürdig, die hier vorbeikamen. Als wenn man, wenn man mit so einem Bus unterwegs ist, sich nicht pflegen würde. Also da muss noch was in den Köpfen passieren. Auch Leute, die mit dem Bus unterwegs sind, sind durchaus gepflegt. Das nur mal am Rande. Jetzt habe ich mein Buch genüsslich zu Ende gelesen. Schau den Anglern da noch ein bisschen zu. Und dann sehen wir, was kommt. Es ist heute mehr als entspannt. Ja, guten Morgen. Es ist 12:30. Der Platz hier ist ja tagsüber wunderschön, aber nachts ist hier an Schlaf absolut nicht zu denken. Es ist vom Verkehrsaufkommen sehr hoch, würde ich mal sagen. Also hier fahren die ganze Zeit Autos rauf, Autos runter und drehen hier ihre Donuts und ja. Des Weiteren ist der Wind sehr laut und ja. Man hört es mehr die ganze Zeit, eigentlich schön, aber zum Schlafen halt nicht gut. Tagsüber der perfekte Platz, finde ich, aber schlafen, nein, nicht möglich. Also fahre ich jetzt schon mal los und naja, eigentlich wollte ich erst so in 3 Stunden los. Aber was soll's, wenn man nicht schlafen kann, schlafen man nicht. Ne? Also fahren wir jetzt ganz entspannt, ganz in Ruhe. Passen auf mit den ganzen Rehen hier. Ich habe auf dem Hinweg schon viele gesehen. Im Radio kommen jeden Tag die Berichte mit den Wildunfällen. Ich hätte euch draußen gerne noch die Lichter vom Leuchtturm gezeigt, aber das nimmt die Kamera leider nicht auf, weil es zu dunkel ist. Aber es sieht toll aus. Sternenhimmel, Leuchtturmbeleuchtungen, die Schiffe sieht man so ein bisschen, die Promenade da hinten. Also, los geht's. Teilweise ein Licht, was die LKWs haben. Das mag für die selber ja schön sein, aber wenn man so in denen ihren Scheinwerfern immer reinschaut, das ist schon recht grell. Das nächste mit diesen ganzen Baustellen hier rund um Hamburg, jetzt Bad Schwartau bin ich gerade, ist ja auch, ja gut, 60 darf man fahren. Aber wenn man in die Baustellen reinfährt, hier rechts sieht man das jetzt schön, diese blinkenden Lampen, da sind es nur so ein paar. Das ist so grell,
wenn man da selber reinfährt direkt. Man muss das zwar sehen, aber man muss ja nicht gleich blind werden. Ja, hier das Logo, das wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden. Sehr schön zu sehen. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich vorschriftsmäßig fahre und hinter mir die LKWs auflaufen, weil ich einfach zu langsam bin, wenn ich hier zwischen 60 und 70 fahre, wo 60 erlaubt ist. Ich weiß, dass hier alle unter Zeitdruck steht, aber dafür sind nun mal Geschwindigkeitsregelungen. Ich kann da auch nichts dran ändern.
mehr oder weniger immer so ein bisschen Schlangenlinien. Jetzt bin ich auf dem Rastplatz angekommen. Lüneburger Heide steht hier oben. Ich kann das Ganze mal kurz. Lüneburger Heide. West. Hier werde ich jetzt erstmal kurz Päuschen machen, eine Runde gehen. Mir ein Käffchen holen, glaube ich. Ich habe eh noch diese Toilettengutscheine da. Jo, das mache ich. Also die Pause tat richtig gut und da gab's, da muss man das Radio gerade leiser machen, so. Da gab's einen richtig leckeren Bohnenkaffee und ich habe schon lange nicht mehr so einen guten Kaffee getrunken auf der Autobahn. War echt schön. Zurückfahre und nicht einfach noch bis mittags oder so da an der Ostsee bleibe. Hat zwei Gründe. Erstmal ist die Autobahn rund um Hamburg dann so verstopft, dass ich dann wieder 7 Stunden brauche, anstatt 3,5. Da habe ich keinen Bock drauf, da stundenlang im Stau zu stehen. Und ich wollte heute auf einem Weg noch Familienbesuche machen, die so auf der Strecke liegen. Da habe ich mich schon angemeldet und werde auch schon erwartet. Freue ich mich drauf, weil das kommt ja auch nicht ganz so oft vor. Da ja auch immer alle unterwegs sind oder verhindert. Und wenn man das dann auf einem Weg verbinden kann, ist das doch ganz schön. Und morgen früh, am Freitag, habe ich um 7.45 Uhr in der Werkstatt einen Termin wegen meiner Windschutzscheibe. Hatte ich das schon mal erwähnt? Da ging es darum, dass ich mir neue Scheibenwischer holen wollte. Dann sagte man mir, ja, gibt es jetzt gute Flachbalkenwischer von der, ja, ist egal, die Marke möchte ich jetzt auch nicht nennen.
Und dann haben die mir die direkt montiert und es war auch am Regnen. Ich war ganz zufrieden mit dem Wischergebnis. Dann kam die Sonne raus und die ganze Scheibe ist zerkratzt an den jeweiligen Stellen mittig vom Scheibenwischer und am Anfang und am Ende des Wischerblatts, wo diese Kunststoffkappen sind. Bin ich natürlich wieder hin zu meiner Werkstatt und habe denen gesagt, hier, so sieht's aus. Und ja, die waren erst nicht so ganz erfreut, kann ich ja nachvollziehen, und wollten klären, ob man das über den Hersteller der Scheibenwischer vielleicht reklamieren kann oder ob denen ihre eigene Versicherung dafür aufkommt. Letztendlich ist es so, dass die jetzt einen netten Brief geschickt haben, dass die kulanterweise dafür aufkommen und ich dann morgen eine neue Windschutzscheibe bekomme. Ich hoffe, die hat dann auch die Tönung, den Graukeil oben drin und die Scheibenantenne. Nicht, dass da noch irgendwelche Probleme gibt. Das hat man mir im Vorfeld schon gesagt, wenn das nicht Serie wäre, diese Scheibe, dann könnte es durchaus sein, dass ich eine andere kriege. Was ich dann auch nicht so gut fände, aber mal gucken. Man ist ja auch eventuell ein bisschen kompromissbereit. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich zurückfahre. Wenn das mit der Scheibe gemacht wird, würde ich das Ganze gerne auch filmen. Nur da muss ich erst da vor Ort fragen, ob das überhaupt gewünscht ist oder auch nicht. Ich meine, es ist ja nur positiv für diese Werkstatt, die übrigens einer großen Kette angehört. Und ja, wäre ja eine positive Werbung, weil die ja oft auch negativ Schlagzeilen einkassieren. So, genug gequatscht. Es ist jetzt 3 Uhr morgens und ja, ich bin einfach gut drauf, wie ihr merkt. Was mich auch mal interessieren würde, ob irgendeiner von euch einen legalen Tipp hat, die Leuchtkraft von so einem T4 hier noch ein bisschen aufzustocken. Ich meine, es gibt ja im Internet auch hier so LEDs, die man da einfach reinstecken kann, aber das ist halt nicht legal. Und mir wäre es schon wichtig, dass das Ganze legal wäre. Weil das hat schon manchmal so ein bisschen was von Teelichtern hinter Glas, das Licht. Jetzt sieht man es gleich auch schön, wenn kein Gegenverkehr ist. Es ist schon recht dunkel auf der Straße. Und ich habe das Gefühl, der LKW hinter mir leuchtet noch unterm Auto her. Also daher auch mal nett zu wissen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr da gute Ideen habt, ob man das Ganze irgendwie umrüsten kann oder vielleicht andere A4-Birnen, die besonders gut sind, weil hier ist so dieser Standard drinne. Vielleicht gibt es da ja auch was Besseres. Jo. Und was ich feststellen muss, wenn man nachts unterwegs ist, läuft gefühlt immer bessere Musik im Radio als tagsüber. Woran es liegen mag, ich weiß es nicht. Vielleicht empfindet man es auch einfach nur so. Oh, ja, jetzt wird es ganz grell von vorne, weil ein Schwertransport ist, der mehr oder weniger die Strecke dicht gemacht hat. Bald blendet das noch mehr. Das ist schon wieder angenehmer. Direkt zum Strahlen im Gesicht. Also so geht's mir zumindest.
mit dem Zelt. Und immer, wenn ich so ein Buch durchgelesen habe, schenke ich das ja jemandem. Und ich hatte das jetzt schon des Öfteren erlebt, dass die Leute dann sagten, oh ja, ich habe ja schon so lange nicht mehr gelesen, dann fange ich jetzt mal damit wieder an. Und dann lagen die zum Beispiel ein paar Meter neben mir irgendwo an einem See, an einem Strand oder was weiß ich wo und haben direkt angefangen zu lesen und waren auch richtig vertieft, das konnte man schon sehen. Also Leute, wenn ihr mal Bücher habt, die ihr nicht mehr lest, schenkt sie doch einfach dem Nächsten. Nicht wegschmeißen oder im Regal einlagern, wo es eh keiner mehr liest. Bücher werden nicht besser über die Zeit. Und deswegen finde ich es auch ganz schön, dass es überall diese offenen Bücherregale gibt. Da hatte ich ja schon mal was zu erzählen, glaube ich, wo ich Stein oder Meer war. Da hatte ich ja das letzte Mal auch zwei Bücher mitgenommen. Genau. Eins davon habe ich jemandem am Möhnesee gegeben und das zweite jetzt in Dahme an der Ostsee. Hat auch einen neuen Besitzer gefunden. Verschenkt mal zwischendurch was, was ihr nicht mehr braucht, wenn ihr gerade so auf Reisen seid. Andere freuen sich drüber und ihr habt weniger Ballast. Überlegt, wie viel Verkehr wir haben. Es ist gerade mal 20 nach 3 morgens. Da sollte man eigentlich meinen, dass um die Uhrzeit noch nicht so viel unterwegs ist. Und das sind nicht nur LKWs, das ist auch einiges an PKWs. Und ich bin wieder das Verkehrshindernis Nummer 1 hier, weil ich mich wieder an die Geschwindigkeit in der Baustelle halte. Aber 60 ist aber auch schon eine üble Geschwindigkeit. Also 80 in den Baustellen finde ich okay. 60, ich weiß nicht, ob das sein muss. Wird vielleicht seine Gründe haben, warum das so ist, aber ist oft schwer nachvollziehbar. Seht ihr wahrscheinlich ähnlich. Ja, jetzt haben wir gleich die A7 auch abgearbeitet. Und ja, angefangen mit der A1, dann die A7. Jetzt gleich kommt die A352 Richtung Dortmund. Und dann geht's über in die A2. Vor mir hier ist Hannover, der VW, der Werbeturm, oder wie man sie nennt, ich weiß es nicht. Hier werden ja die Nutzfahrzeuge, glaube ich, ne, gemacht, Hannover. Ich meine, hier gibt es so ein Nutzfahrzeugzentrum, naja. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich jetzt doch auf dem Parkplatz noch gefahren. Mir fehlen nur noch 60, 70 Kilometer. Aber ich merke, dass ich müde werde. Und wofür habe ich das Bett dabei, wenn ich es nicht nutze? Also, Päuschen. Bis später. Was ich gerade noch entdeckt habe, wo ich in Dahme an der Ostsee losgefahren bin, habe ich wohl vergessen, die Wasserflasche da wegzustellen. Da ist unten nur noch so ein Tröpfchen drinne. Aber sie steht immer noch da. Das spricht ja wohl für meine Fahrweise, oder? Ja, es ist genau 6 Uhr. Ich habe jetzt 2 Stunden grob geschlafen. Tat echt gut. Gerade eben 2 Brote mit Teewurst gegessen. Und werde jetzt weiterfahren. Es ist arschkalt. Hätte ich nicht gedacht. 8 Grad. Die letzten Tage bin ich, naja gut, 2 Stunden später, aber mit kurzer Hose T-Shirt rumgerannt. Jetzt habe ich erstmal meine lange Hose angezogen und die Jacke, weil es ist echt frisch. Also
Das sieht nicht gut aus. An der Küste soll es ja heute noch mal schön werden, aber der Rest des Landes grau in grau. Windig, kalt, so wie man sich einen Herbst vorstellt und nicht einen Sommer. Ja, fahren wir erstmal los. Ja, Weserbergland. Hier muss ich gleich von der Autobahn runter. Und dann geht's über Land weiter Richtung Schieder Stausee. Laut Radio soll es echt noch schön werden und sonnig hier in der Ecke. Wir sind genauso auf der Grenze wieder, was das gute und das schlechte Wetter trennt. Bin mal gespannt, was da wirklich kommt. Ah, das sieht doch schon gut aus. Hier ist das zweite Viadukt. Durch das erste bin ich gerade schon durch. Sind toll, solche Brücken. Schön, hier ist das neue Teilstück fertig. Die letzten Male konnte ich über die Kreuzung nicht drüber, da war direkt eine Umleitung. Mal sehen, ob die Strecke komplett frei ist oder ob dann dafür bei der nächsten Kreuzung wieder irgendwas anderes kommt. Na, sieht erstmal gut aus, ne? Ja, jetzt sind wir wieder in Nordrhein-Westfalen auf der Lippischen Allee. Das sah jetzt ein bisschen verkommen aus. Aber ansonsten hier sehr schöne Ecke. Wenn man hier so herfährt, macht man sich echt Gedanken, ob man lieber bei gutem Wetter im Norden auf einer vollen Autobahn ist oder bei schlechtem Wetter hier durch die Gegend fährt. Aber im Stau wäre ich auch unzufrieden. Und so ab 8 Uhr würde ich sagen, ist ja rund um Hamburg eigentlich immer irgendwas, wo es nicht weitergeht. Alleine schon aufgrund der ganzen Baustellen, die da sind. Ist es wahrscheinlich besser so, wie es ist. Hier ist aber jetzt so das ein oder andere Haus, was ganz schön gelitten hat. Schöne Lala. Einer von wenigen Songs, wo du den Text kannst. Hatte ich das letzte Mal gar nicht so in Erinnerung, aber da sieht es aus, als wenn der Dachstuhl gebrannt hat. Wisst ihr, was gut ist, dass ich hier so eine Wanderdüne fahre? 2 Liter, 84 PS. Das Beschleunigungswunder schlechthin. Ich bin jetzt schon eine halbe Stunde hinter diesem LKW über Land. Wir werden überholt, völlig geisteskrank und gefährlich hier. Man sieht nichts, aber es juckt mich überhaupt nicht, weil ich so entspannt unterwegs bin mit dem Auto, weil man weiß, es bringt überhaupt nichts, da irgendwie zu gucken, überholen, mal eben schnell vorbei. Ah, jetzt biege ich da ab, ja. Wink des Schicksals hier. Naja, auf jeden Fall wollte ich damit nur sagen, wenn man nicht so viel Leistung im Auto hat, dann geht man da auch ganz selbstverständlich mit um und fährt wesentlich entspannter. Mit meinem anderen Auto, ich habe ja noch so einen kleinen Flitzer, ist das manchmal dann ein wenig anders, weil der halt kann. Aber dieses hier ist definitiv die gesündere und entspannte Variante. Was auch unheimlich angenehm ist mit den neuen Reifen, das hatte ich euch glaube ich schon erzählt, 4 neue Pirelli Ganzjahresreifen in der Größe 195 15 Zoll, ich glaube 195 70 15 haben die. Der Wagen fährt wesentlich leiser. Spritverbrauch ist gleich geblieben, immer noch so bei 9 Liter, wenn ich so um die 100 km/h immer fahre. Aber von den Abrollgeräuschen her, 1000 mal besser. Wirklich 1000 mal besser. Vorher waren diese Hengkuck drauf.
Der eine hatte ja so einen Bremsplatten, wo die Karkasse dann auf der Lauffläche irgendwie kaputt war. Da war eine richtige Kante drin. Das war lautstärketechnisch schon kaum noch zu ertragen. Aber welchen Riesenvorteil diese Dinger hier haben bei Nässe. Mit den Hancock-Reifen, die da drauf waren, die sind ja bei Nässe so in den Auffahrten zu Bundesstraßen oder sowas, sind die ziemlich schnell am Übersteuern gewesen oder das Auto übersteuerte damit halt sehr stark, was äußerst unangenehm war. Die waren vom Profil her noch gar nicht schlecht, waren 7 Jahre alt, glaube ich. Also auch nicht unbedingt zu alt, aber war die richtige Entscheidung. Sieben Uhr morgens, 70 km/h und gut drauf. Ich glaube, man merkt schon, dass ihr sogar Spaß habt am Fahren. Wobei die Fahrten ja an sich, ja, wie soll man sagen? Es ist schon ein bisschen laut hier drin ab und zu, so ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Aber man sitzt halt super bequem auf dieser Höhe. Ja, und man freut sich. Zufriedenheit ist schon ein hohes Gut. Und jetzt geht's richtig durchs Unterholz. Auch in Deutschland ganz schön. Auch wenn wir nicht unbedingt immer diese Wettergarantien haben, wie in anderen Ländern. Dafür haben wir hier andere Vorteile. Direkt vor mir fahren die Lemgoer Handballer. Die sind doch auch in der Liga, irgendwo ziemlich weit oben, glaube ich. Ne? Ich bin da nicht ganz so interessiert, was diesen ganzen Sport angeht. Aber die gehören schon irgendwo zu dem oberen, so wie man das im Radio immer hört. Handball-Bundesliga, da steht es ja auch. Leute, ich fahre jetzt ja langsam hier auf den Parkplatz drauf, der ist ziemlich schmodderig und ziemlich tiefe Pfützen hier, aber das solltet ihr von Anfang an sehen, was hier Schönes steht. Aus, das ist ein deutsches Kennzeichen sogar, ein alter Käsbohrer, umgebaut zum Wohnmobil. Ja, ich bin noch ein bisschen früh dran für meinen Besuch hier, deswegen dachte ich mir, bei der letzten Radtour habe ich diese Stelle gesehen gehabt, dass ich mich hier noch so ein bisschen hinstelle und mir das Ganze noch anschaue, so ein bisschen zum Erholen. Also würde ich sagen, das war's mit der Tour. Auto ist aus. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt die Rückfahrt ist mal ein ganz anderes Video. Wahrscheinlich für den Großteil uninteressant. Aber ich fand es eigentlich ganz schön, euch mal so dies und das so zu erzählen, was mir gerade durch den Kopf ging. Vielleicht habe ich davon auch schon einiges erzählt, aber das wird ja auch nichts machen, glaube ich. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Markus. Ciao.